Hallo Freunde, willkommen zurück zu Raft. So, wie beim letzten Mal versprochen, gibt es heute eine Bauepisode. Ich habe auch schon ein bisschen angefangen. Ich muss gestehen, ich bin da ein bisschen ungeduldig manchmal. Ja, ein paar Geschichten habe ich schon. Und das hier drüben wird alles noch verschwinden. Das hier oben wird verschwinden, das komplette Stockwerk hier werden wir abrasieren. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht unten, wir haben ein paar Netze. Kunststofflager ist voll, Plankenlager ist voll. Hier unten habe ich nochmal Kunststoff und Planken im Inventar, auch noch was. Ich habe also reichlich Material gesammelt. Hier drüben ist auch nochmal eine ganze Menge Zeug. Und daher würde ich sagen, wir fangen auch gleich an. Der Hai ist vor ein paar Minuten untergegangen. Aber ich denke, der nächste wird demnächst auftauchen. Wird also auch nicht wirklich langweilig, hoffe ich. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Ich würde sagen, als erstes platzieren wir mal eine Handvoll Netze. Dann haben wir wenigstens schon mal diese Sammelgeschichte komplett fertig. Das wäre schon mal was. So viel mal zu der Geschichte. Das war unverschämt aufwendig, so viele Dinger zu bauen hier. Da ist er schon. Da haben wir den neuen Hai. Ich glaube, für ihn bauen wir auch schon mal gleich einen neuen Speer. Läuft. So, dann brauchen wir noch zwei Netze. Das sind 18 Seile, also brauchen wir 32 Palmblätter. Ach du Schande. Ja, was ein Glück, dass das nicht viel Zeug ist. Was ein Glück, dass wir das schon haben. Oh. Das könnte fast gut werden heute, wenn das alles so flutscht. Okay, sobald wir die Netze haben, würde ich sagen, bauen wir noch ein Teil, das mir sehr wichtig ist. Das wünsche ich mir schon lange. Und ich würde sagen, es wird jetzt Zeit. Ich laufe nämlich jetzt garantiert noch ein paar Mal hier über diese Mitte. Das hier wird unser Seestern. Das hier sind die äußersten Spitzen. Ich weiß, wirkt auf Anhieb erstmal wahnsinnig groß. Besonders, wenn man sich es ein bisschen von oben anschaut. Aber man darf nicht vergessen, dass dieser ganze Pulk hier, das ganze Material kommt ja noch weg. Dadurch, das ist eine große Entfernung, ganz klar. Aber ich denke, das ist auch nicht so viel größer als das Floß bisher, wenn es denn mal fertig ist. So, du siehst so aus, als hättest du irgendwas Blödes vor. Hat er nochmal Glück gehabt. Okay, dann möchte ich als nächstes einen stationären Anker bauen. Dafür brauche ich ein paar Metallbarren. Ich war in der Zwischenzeit fleißig, ich habe die Schmiede laufen lassen, daher haben wir da ein paar Sachen auf Lager. Lass mal gucken, das war Navigation, Anker. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Seile. Wir können mal hier drei Barren rausnehmen und das Scharnier. Dann läuft das wenigstens schon mal. Und bevor der Charakter gleich am Verhungern ist. Versorgen wir uns einfach kurz. Ist ja zurzeit relativ einfach. Wir haben Material ohne Ende. Kann man auch mal ein bisschen genießen. Ich bin in der Zwischenzeit auch an zwei kleinen Inseln vorbeigefahren und zwei kleine Flöße sind an uns vorbeigezogen. Aber ich wollte jetzt das Materialsammeln priorisieren. Und nicht nochmal den Kurs vom ganzen Floß hier komplett über den Haufen werfen. Nur um da ein paar Kleinigkeiten einzusammeln. Bei einem Floß habe ich das Zeug eingesammelt. Da bin ich von Hand manuell einfach ins Wasser gehopst, kurz rüber geschwommen. Das ging ganz gut. Hai hat mich nicht erwischt. Das passiert mir in letzter Zeit häufiger, dass ich mein Zeug nicht halten kann.
vielleicht daran, dass wir viel zu viel von dem Kram haben. Packen wir die Planken einfach mal hier rein. So, hi. Das ist nicht nett. So, kann ich euch reparieren? Ja, kann ich. Jetzt brauche ich wieder Planken. Ich werde wahnsinnig. Okay, die anderen Planken sind inzwischen weg. Nein, sind sie nicht. Da liegen sie noch. Glück gehabt. Wobei es auf zwei Planken langfristig wirklich nicht ankommt. Man kann es ja trotzdem mitnehmen, wenn es sich bietet. So. Das wäre das. Damit hätten wir den festen Anker. Und dann muss der Wimpel kurz verschwinden. Okay, ich glaube, der Anker mag die Netze nicht. Probieren wir es erstmal ohne die Netze. Ich hoffe, dass der nicht gleich alles auseinanderbricht. Sollte eigentlich nicht, aber... Man weiß ja nie. Aha! Jetzt funktioniert's. Okay, da hätten wir unseren stationären Anker. Sonst habe ich fast ein bisschen Angst, aber in der Theorie müsste ich das hier entfernen können. Bei dem hier bin ich mir nicht sicher, weil da eben was runtergeht. Das probiere ich kurz aus, ob das funktioniert. Bis gleich. Okay, soweit so gut. Vicky hat gesagt, es geht. Glaube ich, Vicky. Läuft. Gut, damit hätten wir den Anker. Schön zentral. Ich kann zwar immer noch reinfallen, aber... Trotzdem erstmal okay so. Gut. Wir haben die Netze platziert. Wir haben die Fundamente drumherum platziert. Das heißt... Das Zentrum steht. Dann möchte ich als nächstes die Ringe installieren. Und da muss ich ein bisschen hier auf meinem Plan spicken. Okay, rechnen wir mal 8 Felder vom Zentrum weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da geht es dann zwei Felder nach außen. Zwei. Spitze. Bauen wir es erstmal hier hin. Dann kommt eine Schräge. Ist die Frage, ob das jetzt richtig ist. Da bin ich mir nicht sicher. Dann würde ich sagen, baue ich erstmal die Teile auf. Und hier zwei. Das müsste so passen. Jawohl.
Oh Junge, auf Papier ist das viel einfacher als auf dem schunkelnden Floß hier. Okay, machen wir es nordsternsicher, das heißt, wir zählen von hier auch noch mal 8 ab. 8, dann gehen 2 raus, dann geht's hier raus. Kann doch eigentlich nicht so schwer sein, sollte man meinen. Okay, vom Netz ab sind das 2, das sind 3. Die Frage, ob das richtig ist. 2, 3. Was sagt der Plan? 2, 4. Haha. Mist. Das ist ein bisschen peinlich, muss ich gestehen. Okay, wenn ich von hier aus rechne, sind es 4? Und hierhin? Das mit dem mangelnden Licht tut mir jetzt leid. Ich weiß aber noch nicht, wo ich die Fackeln hinstellen will. Daher müssen wir leider noch kurz ein bisschen warten. So, hier gehen 2 raus. Das passt. Hier gehen 4 raus. Das passt. Und dann kommt das Zickzack. Okay, in der Theorie müsste es das sein. Gut, dann haben wir diesen Teil hier. Und da gehören hier noch. Geraden hin. Ja, hoffentlich haut das so, wie ich das will. Okay, machen wir erstmal die Außenseite. Das scheint mir gerade ein bisschen leichter zu sein. Das gehört hier hin, das gehört dahin, dorthin. Das müsste passen. Jawohl. Auf die Innenseite. Gehört hier was? Ich glaube hier. Okay, jetzt muss ich nur gucken, wie ich diese Ecke mit dieser Ecke hier verbinde. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Müsste aber eigentlich von der Ecke da aus gehen. So. Gegen Durst können wir was machen. Beim nächsten Mal muss ich aber leider wieder hoch zum Wasser. Also Frischwasser. So, dann gehört das hier hin. Und ich brauche wieder Planken. Haben wir gleich. Na, komm. So, diese Kanten hier erscheinen jetzt erstmal ein bisschen komisch.
Aber das hier soll einfach eine Gerade sein, die hier in diese Spitze reingeht. Ich hoffe, dass es so einigermaßen hinhaut. Das schauen wir uns am besten mal gleich von oben an. Dann kann ich auch noch Frischwasser rausziehen. Naja, dafür, dass man keine Rundungen machen kann und schon gar keinen individuellen Kreis, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, da drüben fehlt ein Halbfundament. Ich denke, dafür ist der Hai verantwortlich. Ich glaube, ich hatte das schon hingebaut. Alles klar, dann muss ich diesen Kreis einfach nur noch hier drüben vervollständigen. Einfach nur noch. War ja bisher auch noch gar nicht schwierig. Vier. Das gehört dahin. Und dann brauchen wir wieder Planken. Gut, da hätte ich mir die Kisten gar nicht so vollknallen brauchen, da wir immer noch nebenbei sammeln. Kommt auch immer wieder Material nach. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Oh, nochmal eine Insel. Ich glaube aber im Moment möchte ich lieber erstmal weiterbauen. Auch wenn das verlockend ist, ein kleines Päuschen zu machen. Das kommt hier hin. Das müsste eigentlich so passen. Alles klar. Na, da bin ich mal gespannt. Dieser Ring ist zum einen Teil des Avatars, gehört also zu dem Nordstern dazu. Zum anderen hilft uns das enorm, wenn wir zum Beispiel hier an der äußersten Spitze sind und Material einsammeln, was auch immer, und der Hai greift diese Ecke an. Dann können wir hier relativ gut abkürzen und sind schneller bei der Ecke, können uns also insgesamt schneller über das Floß bewegen. Wenn wir hier einfach jedes Mal über die Mitte laufen müssen, weiß ich nicht, ob wir den Hai vertreiben können. Spielt sich so ein bisschen das Glück mit rein. Der Hai muss rechtzeitig entdeckt werden, sonst ist es auch mit Abkürzung einfach viel zu weit. Kunststoff. Müsste passen. Wunderbar. Da müssten wir halt wieder. Da müssten wir überhaupt mal eine Rampe bauen oder irgendwas, damit wir da hochkommen. Palmen, Kokosnüsse. Aber halt kein abgestürztes Flugzeug oder sowas. Dementsprechend würde ich sagen, wir passen da. Man muss hier nicht jede Insel mitnehmen. Und im Moment verbrauchen wir auch wenig Metall oder irgendwas. Daher müsste das eigentlich alles hinhauen so. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir wieder hier drüben an und bauen das nach Möglichkeit. Das müssten diese drei sein. Sind dann schon mal die Außengeschichten.
Okay, jetzt bin ich doch froh, dass ich ein bisschen Kunststoff in der Kiste habe. Dann kommen jetzt die Innengeschichten hier. Das sind insgesamt nur zwei Schrägen. Das sollte einfach sein. Gut, dann kommen nur noch diese Arme hier. Nur noch. Sieht richtig aus. Oder zumindest wie auf der anderen Seite. So wie ich mich kenne, fällt mir nachher sowieso irgendwas auf, wenn ich es mir dann von oben angucke, dass wieder irgendwas nicht richtig symmetrisch ist. Weil es irgendwie immer so ist. Okay. Mehr Kunststoff. Das mal gewusst hätte. Ich habe zwischendrin beim Sammeln viel Kunststoff verloren, weil ich nichts mehr aufheben konnte. Und dachte mir, da ich ja schon so viel habe, ist das nicht weiter wild. Dann kann das auch verschwinden. So weit, so gut. Das hätten wir auch. Dann könnten wir vorsorgen, einfach, dass wir nicht, oder dass der Charakter nicht verhungert. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt aussieht hier. Da würde ich sagen, so weit, so gut. Das Einzige, was man vielleicht noch machen könnte, könnte hier noch Schrägen hinmachen. Bin ich mir aber nicht so ganz sicher, wie das dann aussehen wird, ob mir das gefällt oder nicht. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Platz eingenommen für unseren Seestern hier. Jede Menge Fundamente. Als nächstes müssten wir eigentlich den oberen Stock bauen. Und für den habe ich noch keine Pläne. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich die Fundamente hinsetzen will. Das ging schnell. Und man müsste hier drüben den ganzen Kram abreißen. Da ich die wertvollen Geschichten hier aber ganz gern wieder in den ersten Stock bauen möchte. Wie bauen wir hier am besten die Wände? Hier haben wir das. Oh, die könnte ich sogar so bauen. Das ist an sich nicht schlecht. Bei den Netzen hier dazwischen kann ich leider nichts bauen. Das ist blöd. Kann ich dann Zaun hinmachen? Nein, da geht gar nichts. Schlecht. Gut, ich habe eine Möwe gehört und wollte nur gucken, ob noch die Kartoffeln da sind.
Sieht soweit aber gar nicht schlecht aus. So, wir wissen, wir können von einer Wand nur ein Feld weg mit diesen Holzböden hier. In die Richtung geht's, weil hier drunter eine Wand ist. In die Richtung geht's nicht mehr, weil hier drunter eben keine Wand ist. Da geht nur ein Überhang von 1. Wenn ich eine geschlossene Decke will, brauche ich eine ganze Menge Wände, Türen und den ganzen Kram. Und ich würde sagen, den Wimpel können wir auch mal wieder aufstellen, wenn wir schon dabei sind. Läuft. Als nächstes möchte ich eigentlich hier ein Dach drüber machen. Einfach das obere Stockwerk für unsere herstellenden Geschichten. Ich hab's mir doch gedacht. Noch nicht erntebereit, schade. So. Ja, oberes Stockwerk. Dann können wir diese ganzen Geschichten rüberbringen. Und dann werde ich offscreen den ganzen Kram hier abreißen, damit wir unseren schönen Nordstern haben. Seestern, Chaosstern, Hauptsache irgendein Stern. Sollte auf jeden Fall höchst praktisch sein. Wir könnten demnächst irgendwann mal Anker werfen. Einfach damit wir diesen Schrottteppich ein bisschen ausmitteln. Schwimmt noch ein bisschen Zeug vorbei. Aber im Großen und Ganzen ist die Richtung, in die wir schwimmen, dann egal. Könnte auch eine Schneeflocke sein oder irgendwas. Okay, wie machen wir das hier am geschicktesten? Da bin ich mir einfach noch nicht so ganz sicher. Aber statt jetzt ewig drauf rumzuüberlegen, baue ich jetzt einfach mal was, so quasi aus dem Bauch raus. Ich bin mir fast sicher, dass das sowieso irgendwann wieder abgerissen wird. Okay, dafür brauche ich Nägel. Falsche Kiste. Viele Nägel haben wir nicht mehr. Kein Problem. Können wir hier. Läuft. So, und da will ich jetzt Holztüren. Die Frage ist, wenn ich hier so eine Holztür hinbaue, kann ich daneben eine Wand? Ne, eine Wand muss immer auf einem Fundament stehen. So gut, machen wir das mal hier hin. Die ist falsch rum. Verdammt. Jetzt ist es richtig rum. Ich höre eine Möwe. Muss nur kurz meine Kartoffeln retten. Gut. Dann hätten wir das schon mal. Und ich denke, wir können hier noch eine hinmachen. Das müsste eigentlich passen.
Die Frage ist, entfernen wir da ein paar Netze, um die Wände ordentlich zu stellen? Oder lassen wir es offen? Da hätte ich tatsächlich nichts dagegen, wenn wir es offen lassen. Da kann man hier relativ einfach fast wie durch eine Tür rauslaufen. Und wenn man das Zeug aus den Netzen sammelt, ist das vielleicht praktischer. Okay, soweit. Palmblätter habe ich auch wieder eine Menge. Das freut mich. Höllenviele. Das heißt für mich, wir müssen dringend noch ein paar Planken verbrauchen. Sollte kein Problem sein. Besonders wenn man jetzt gleich anfängt, hier die Böden drauf zu machen. Ich glaube, da ist der Hai irgendwo. Yep. Wenn man ihn nur hört, aber nicht sieht. Schlecht. Wird besser, wenn hier der erste Stock drauf ist. Dann sind wir auch zentraler. Wir sehen den Hai leichter und können dann auch ein bisschen schneller reagieren. Wenn wir gerade hier drüben sind, auf die andere Seite zu kommen, ist viel weiter, als es dann später der Fall ist. Okay, das ist doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Lass mal gucken, wenn wir jetzt hier Böden platzieren. Haben wir auch Halbböden? Haben wir? Haha! Das ist ja fast gut. So, damit müsste das Gröbste eigentlich schon geschafft sein hier. Dann brauche ich für den restlichen Kram hier drüben noch ein paar Wände. Die Frage ist, wo ich die hinstellen kann. Wahrscheinlich nirgendwo. Wegen dem Anker. Da würde gehen. Wegen dem Wimpel geht es dort nicht. Aber wenn ich diese Wände hier platziere, müsste ich auch das Dach komplett bauen können. Yep. Da sind wir dann fertig. Abgesehen von den Planken, die gerade fehlen. Das ist was Blödes. Und ich muss mir eine Möglichkeit überlegen, da leichter hochzukommen. Okay, soweit. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen klein. Soll heißen, das wird mit Sicherheit noch erweitert. Können wir eigentlich gleich machen. Ja, diese dicken Holzböden brauchen eine ganze Menge Holz. Jetzt bin ich doch froh, dass ich ein bisschen was extra gesammelt habe. Und ich sehe gerade, eigentlich hätten wir diese Schrägen hier gar nicht bauen brauchen, wenn wir hier ohnehin etwas mehr Platz wollen.
Naja, hinterher ist man immer schlauer und so. Aber ich glaube, hier können wir mal eine Schräge hinmachen. So. Puh, noch mehr Holz. Ich hoffe, wir haben dann nachher noch genug, um den Grill zu befeuern. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Hallo? Oh. Na toll. Das musste jetzt ja kaputt gehen. Das eine Ding hätte er noch machen können. Diese Schräge hier funktioniert nur, weil wir diese Wand hier haben. Das war perfekt. Da muss ich dieses Fundament schon nicht abreißen. Und ich habe dem Hai trotzdem ganz gut eingeschenkt. Dann ist er bei der nächsten Insel vielleicht schon ein bisschen geschwächt. Könnte enorm helfen. Schrott, den hätte ich ganz gern eigentlich behalten. So, damit hätten wir schon mal eine ganz gute Grundlage gelegt für unseren Seestern. Ich würde sagen, wir lassen es damit auch für heute gut sein. Die Episode geht schon lang genug. Wegen den Schrägen hier schaue ich mal. Vielleicht machen wir hier drüben einfach nochmal eine Tür hin oder irgendwas. Aber im Großen und Ganzen soll mir der Platz dann eigentlich auch reichen. Wäre gar nicht so blöd. Dann können wir auf die inneren Türen vielleicht sogar verzichten. Das bedeutet, ich stelle jetzt offscreen diese ganzen Geschichten erstmal um, dass wir die hier im Zentrum alle haben. Und dann reiße ich den ganzen Kram hier draußen ab. Und in der nächsten Episode sehen wir uns dann schon auf dem Seestern, der dann zu einem großen Teil fertig ist. Noch nicht komplett, ganz klar. Ich will hier auf jeden Fall nochmal eine Reihe Wände drauf machen und ein Dach, damit der Charakter auch mal ein Dach über dem Kopf hat. Das war in den letzten Kommentaren gewünscht. Bin ich auch voll dafür. Aber im Großen und Ganzen haben wir richtig viel geschafft in der Episode. Und in der nächsten ist das Ding dann schon fast fertig. Aber ich schau mal, dass wir dann vielleicht Halt machen bei einer Insel und da mal wieder ein bisschen was organisieren. Ansonsten werden wir große Fortschritte machen, wenn es nach Plan läuft. Ich will eine Menge Platinen bauen und anfangen mit Antennen und Empfängern zu arbeiten. Mal gucken, wie das dann läuft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.